Hi Leute, willkommen zum neuen Leben in Ungarn Video. Diesmal möchte ich mich wieder bei euch bedanken. Mittlerweile hat mein Kanal die 500 Abo-Grenze erreicht. Also wir stehen, beziehungsweise mein Kanal steht bei 500 Abonnenten. Und damit möchte ich auch 500 Mal Danke an euch sagen, denn ohne euch würde kein Leben auf meinem Kanal sein. Ich liefere nur die Informationen. Anscheinend gefällt es auch vielen Leuten. Viele Leute suchen auch danach. Das hätte ich mir eigentlich am Anfang nie vorgestellt, dass dieses Thema Leben in Ungarn, dass das so viele Leute interessiert und das in so kurzer Zeit. Ich habe den Kanal Mitte März gestartet, beziehungsweise Ende März, also dort 23. März, glaube ich. Ich schaue mal nach. Ich hoffe, man hört den Nachbar nicht, der schneidet gerade den Rasen. So, Leben in Ungarn wurde am 23. März 2018 gegründet. Mittlerweile sind 85 Videos erschienen. Und ja, die Video-Views stehen jetzt bei 55.256 Ansichten. Also so oft wurden die Videos angesehen, beziehungsweise der Kanal angesehen. Und ja, März, April, Mai, Juni, Juli, August. Jetzt haben wir 28. August, also 5 Monate. In 5 Monaten haben wir, beziehungsweise hat mein Kanal 500 Abonnenten erreicht, beziehungsweise erhalten. Das heißt im Durchschnitt 100 Abonnenten pro Monat. Und das ist gar nicht einmal so schlecht. Die nächste große Hürde, die nächste große Grenze, Abo-Grenze, ist die 1000 Abo-Grenze. Sollte, wenn es in diesem Tempo weitergeht, ebenfalls nur 5 Monate dauern. Das wäre dann September, Oktober, November, Dezember, Jänner. Ende Jänner müsste dann die 1000 Abo-Grenze erreicht sein. Ja, und dann starten wir mit 1000 Abos in das nächste Jahr. Und ja, ich hoffe, dass ich weiterhin für euch tolle Informationen bieten kann, dass ich weiterhin interessante Videos machen kann. Ja, irgendwann denke ich mir, wird zu einem so speziellen Thema auch ja, das Thema eng. Also ja, die Themen werden einem ausgehen. Denn ja, welche Hürden hat man eigentlich beim Auswandern? Die größten Hürden sind natürlich die Sprachbarriere. Die ungarische Sprache ist verdammt schwer, das muss man zugeben. Ich bin in einer Position, zum Glück, wo ich die Sprache nicht lernen muss, weil ich eben mit dieser Sprache aufgewachsen bin. Obwohl, ja, es ist meine Muttersprache, aber ich tue mir selber schwer mit der Sprache, also mit der richtigen Aussprache mancher Wörter und so. Das merken auch die Ungarn, die fragen auch gleich, von wo ich herkomme. Ich bin eben in Österreich aufgewachsen, aber ich bin Ungar aus Österreich. Ich bin dort Kindergarten, Schule, alles, Lehre, alles habe ich dort gemacht. Und deshalb habe ich diesen Kanal gestartet, weil wir, also ich und meine Partnerin, nach Ungarn übersiedelt sind in unser Haus und für mich auch vieles in Ungarn neu ist. Deshalb habe ich diesen Kanal gestartet, einfach um zu zeigen, welche Hürden man hat, ausgenommen der Sprachbarriere. Die Sprachbarriere fällt bei mir natürlich weg. Für deutschsprachige Auswanderer bzw. deutschsprachige Einwanderer nach Ungarn kommt die Sprachbarriere natürlich noch dazu und das ist eine ziemlich große Hürde. Also,
irgendein Telefon von mir hat geklingelt. Also die Sprachbarriere ist, denke ich einmal, die größte Hürde beim Auswandern. Und da sollte man sich wirklich genau überlegen, ob man sich das antun möchte. Denn ja, die Sprache, eine neue Sprache in einem fortgeschrittenen Alter zu erlernen, bedeutet wirklich viel Mühe. Da muss man sich viel Zeit nehmen, viel Mühe geben, damit man das schafft. Wenn man jetzt ja, auf einen Job nicht angewiesen ist, in Ungarn oder so, dann fällt auch die Sprachbarriere nicht so gravierend aus. Und ja, dann ja, sind eigentlich nur die ganzen Hürden, die ich ja schon in den Videos genannt habe, da, die sind einfacher zu bewältigen. Natürlich ja, muss man sich mit Händen und Füßen verständigen oder auf Deutsch und Englisch versuchen. Das geht auch, aber ja, ich werde trotzdem weiter versuchen, so viele interessante und hilfreiche Themen anzusprechen, die es bei einer Auswanderung gibt. Und ja, hoffe natürlich, dass die nächsten 500 oder nächsten 5000 oder nächsten 50.000 Abonnenten noch schneller zusammenkommen. Und ja, was ihr machen könnt, ist einfach die Videos teilen, den Kanal teilen. Wenn ihr andere Leute kennt, die ebenfalls Interesse am Auswandern haben, einfach denen den Kanal empfehlen, Videos empfehlen. Wer nach Informationen sucht im Bereich Auswandern nach Ungarn, einfach den Kanal empfehlen und ja, mal sehen, wie sich das weiter noch entwickelt, welche Eigendynamik das Ganze noch bekommt. Auf jeden Fall, ich sage 500 Mal Dankeschön an euch, danke für die Unterstützung, danke für die Kommentare. Es waren leider auch welche dabei, die ich gelöscht habe. Aber das waren Kommentare, die sind einfach unter die Gürtellinie gegangen. Wenn jemand auf meinen Kanal kommt und meint, er kann hier die anderen Leute beschimpfen, die hier einfach nur produktiv und konstruktive Kommentare hinterlassen, solche Leute lösche ich einfach, weil die bringen hier so eine negative Energie hinein, die braucht keiner. Es hat alles so eine schöne Eigendynamik, wenn sich wirklich gleich, also Leute finden, die das gleiche Interesse haben. Und hier ist eben das Thema Auswandern nach Ungarn und da braucht es nicht irgendwelche Leute, die dann herkommen und dann die anderen Leute beschimpfen, ja, Landesverräter und so weiter und so solche Sachen. Die Landesverräter sind nicht die Leute, die hier Kommentare, positive Kommentare hinterlassen oder ein Abo hinterlassen. Die Landesverräter, das sind die in der Politik, das sind die Landesverräter. Denn die verschenken das Land, die verschenken die Steuergelder, die verschwenden die Steuergelder und tun so, als ob sie mit dem Land machen können, was sie wollen, obwohl das nicht ihr Eigentum ist. Das gehört dem Volk. Also das sind die Verräter am Land. Also das sollte man sich auch einmal bewusst machen. Ja, leider leben wir in so einer Welt, wo die Politiker glauben, sie können mit dem Land machen, was sie wollen, was ihr Interesse ist und was das Interesse der Firmen ist und ja, scheißen praktisch auf das Volk. Aber ich hoffe, dass es nicht mehr lange dauern wird und diese Politiker zum Teufel gejagt werden, im schlimmsten Fall irgendwo auf einer Laterne hängen werden. Ja, und bis dahin, ja, schauen wir uns einfach Videos an, unterhalten uns in den Kommentaren und ja, ich möchte nochmal Dankeschön an euch sagen, danke für die Unterstützung, danke für eure Abos und danke für die vielen tollen Kommentare und für das viele Teilen der Videos
und für die vielen Likes für die Videos. Nochmals Dankeschön, danke, danke, danke an euch. Und ich hoffe, dass das so auch weitergeht. Ich werde von meiner Seite wirklich, werde mich bemühen, weiterhin auch hilfreiche Informationen zu bieten. Und ja, diesmal Daumen hoch an euch von mir und von meinem Kanal. Ihr seid wirklich spitze. Und ich hoffe, dass das Ganze auch so weiter funktionieren wird. Und ja, wünsche euch viel Spaß auf meinem Kanal, viel Spaß mit den Videos und ja, wir sehen uns im nächsten Leben in Ungarn Video.